unser nächstes Thema heißt, wir kennen es alle, das Hochzeitsproblem. Ganz herzlichen Applaus für unseren nächsten Slammer, Dominikus Krüger. Guten Abend zusammen. Ich stelle ein recht altes Ergebnis vor, ist schon 50 Jahre alt und die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern können, vor 50 Jahren, das war die Zeit, als die Welt noch schwarz-weiß war. Und deswegen gibt es jetzt einen Retro-Schwarz-Weiß-Vortrag. Was ich erzähle, ist von diesem Herrn hier gemacht worden, das ist Lloyd Chapley. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Er hat dieses Jahr den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen und sein Partner war David Gale. Das ist jetzt nicht David Gale, sondern Kevin Spacey. Deswegen, weil Kevin Spacey in einem Film mitgespielt hat, der da hieß Das Leben des David Gale. Ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt, da geht es um so einen Philosophieprofessor und die Todesstrafe, sehr harter Stoff. Hat nur mit dem Vortrag überhaupt gar nichts zu tun, denn das ist der richtige David Gale, der vor 4 Jahren leider schon gestorben ist. Und er hat mit Chapley, wie gesagt, sich mit dem Hochzeitsproblem beschäftigt. Und bei uns Informatikern ist das ein bisschen anders, als man das vielleicht so aus dem normalen Leben kennt. Es geht also nicht darum, ob man die Schwiegermutter einlädt oder was für Geschenke man sich wünscht von den Gästen, sondern es geht darum, wie man den Partner fürs Leben eigentlich überhaupt erst finden kann. Beziehungsweise, wie man aus ganz vielen armen Singles glückliche Pärchen machen kann. Okay, gut. Und dazu haben die zwei einen Algorithmus angegeben. Algorithmus, das machen wir Informatiker gern. Das ist so eine Art Rezept, ja? Also mit irgendwelchen Anweisungen, die man befolgt. Und am Ende bekommt man keinen Kuchen, sondern irgendwas ganz Abstraktes. Zum Beispiel die kürzeste Strecke von Bonn nach Berlin. Okay, und die zwei haben einen Hochzeitsalgorithmus angegeben, den ich jetzt hier kurz vorstellen möchte. Das Ganze läuft so, wir gehen dazu mal nach Single Village. Und in Single Village gibt es eine Hauptstraße und 10 Einwohner, die stelle ich kurz vor. Das ist einmal der Anton, der Bernd, der Christian, der Daniel und der Emil. Natürlich alle Single. Ja. Und auf der anderen Seite wohnen Jana, Clara, Linda, Miriam und Nadine. Okay. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Als erstes gucken wir uns mal an, was macht Anton. Alle anderen machen das auch, aber stellvertretend hier der Anton. Er setzt sich erstmal hin, geht in sich und schreibt auf, wen er denn eigentlich wirklich gerne heiraten würde von den Damen. Und da ist ganz klar, die Clara, das ist schon also ne, die erste Wahl, eindeutig. Linda, ja, ein bisschen dahinter, aber immer noch, also da wäre er glücklich. Bayana, der hat so ein paar Macken, mit Miriam kommt da eigentlich gar nicht klar und mit Nadine hat er 2 Sätze, seit er da wohnt, gewechselt und die waren auch eher Grütze. Eher der Notnagel. Okay, gut, alle anderen machen das auch und nach der schweren Arbeit gehen sie alle schlafen. Am nächsten Morgen schaut... Wir haben doch keine Zeit. Okay, am nächsten Morgen... schauen wir kurz, was der Anton macht. Anton guckt nochmal kurz auf seinen Spickzettel, vergewissert sich, okay, ja klar, Clara natürlich, wie konnte er das vergessen, und läuft zu Clara. Dort angekommen macht er das, was wir Männer in dieser Situation natürlich machen. Er fragt Clara, willst du mich heiraten? Und Clara reagiert natürlich auch genauso, wie Frauen das in so einer Situation machen. Sie sagt, vielleicht, komm morgen wieder. Damit hat Anton natürlich nicht gerechnet und geht etwas traumatisiert wieder nach Hause. Schauen wir uns das bei anderen noch an. Hier bei Clara, die ist, Entschuldigung, das ist natürlich Miriam. Sie ist heiß umkämpft und hat gleich 3 Verehrer. In der Situation muss man sehr viel Taktgefühl zeigen. Ja. Was deswegen die Männer machen ist, sie fragen, Miriam, willst du mich heiraten? Und Miriam guckt kurz auf ihren Spickzettel, schaut nach, ja, Daniel, Bernd und Emil, okay, Emil ist der Beste. Das heißt, Daniel und Bernd, nö, geht nach Hause. Und die 2 dackeln ab. Dann freut sich Emil natürlich und denkt, ja, er reißt's. Er fragt Miriam, willst du mich heiraten? Und sie sagte, vielleicht. Komm morgen wieder. Und Emil geht nach Hause. Mittlerweile sind Bernd und Christian zu Hause angekommen und das Erste, was sie machen, ist, sie nehmen sich ihre Liste
und streichen die blöde Kuh direkt runter. Ja, die war ja überhaupt nicht freundlich. Und also er kann ja echt glücklich sein, dass er die jetzt nicht geheiratet wird. Okay, der Letzte im Bunde, Christian, geht zu Nadine und auch er fragt natürlich, ob sie ihn heiraten will. Und sie weiß es nicht so ganz genau, schickt ihn wieder nach Hause und er geht wieder. Am nächsten Morgen schauen wir uns kurz an, was passiert da. Die zwei, Emil und Christian, gehen, wie ihnen geheißen wurde, wieder zu ihren Traumfrauen und fragen, ob sie heiraten wollen. Und ernten einen vielleicht und noch einen vielleicht. Dagegen guckt Bernd noch mal kurz auf seine schlaue Liste. Ja, Miriam, die war ja jetzt nicht so nett. Versuchen wir es mal bei Linda. Okay, er dackelt also zu Linda, fragt sie, aber kriegt auch wieder nur ein vielleicht. Dann bleiben noch zwei, Anton und Daniel. Die zwei laufen zu Clara. Anton war gestern ja schon da. Clara, guck kurz. Anton, nee, vierter Platz, nicht so gut. Daniel, oh, viel besser. Und schickt den ersten nach Hause, der arme Anton. Und beim zweiten vielleicht, ja, also eventuell. Und natürlich wird auch da wieder kräftig rausgestrichen, Clara. Also wirklich. Okay, kurz nach acht greift Jana zum Telefon und heult sich bei ihren Freundinnen aus. Bei ihr ist ja noch überhaupt niemand da gewesen und es sei ja voll die Katastrophe und es geht ja also wirklich alles gar nicht. Er fährt dann auch noch zu einem Überfluss, alle anderen haben einen Verehrer. Okay, aber irgendwann geht auch sie schlafen und am nächsten Morgen sehen wir, okay, ja, hier die vier, die gehen wieder zu ihren Traumfrauen und Anton guckt kurz, Jana, geht zu Jana und fragt Jana, willst du mich heiraten? Und Jana überlegt ganz stark, obwohl sie sich natürlich tierisch freut und sagt dann, ja! Anton ist total verdutzt, hat überhaupt nicht damit gerechnet, aber freut sich natürlich, es wird tierisch geknutscht und auch die anderen hören die Schreie von Jana und sagen zu ihren Verehrern, ja, gerne. Und so stehen dann also in kürzester Zeit 5 Hochzeiten ins Haus, mit allem, was dazugehört, Brautstrauß schmeißen, jede Menge Alkohol. Guter Musik und natürlich den obligatorischen peinlichen Spielchen. Und damit können wir dann Single Village auch erstmal verlassen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie gut oder schlecht ist das jetzt eigentlich, was wir da gebaut haben? Ja, diese Paarung, wie gut ist denn das? Und dazu möchte ich ein mögliches Kriterium vorstellen, das der Stabilität. Dazu folgendes Beispiel. Wir haben hier Anton und Jana, das Pärchen von eben. Und hier haben wir Bernd und Clara, auch die zwei sind ein Pärchen. Jetzt haben wir aber folgende Situation. Der Anton findet die Clara eigentlich viel anziehender als seine Frau Jana. Und die Clara findet den Anton eigentlich auch anziehender als den Bernd. Und wenn die zwei das jetzt spitz kriegen, dann passiert folgendes. Anton trennt sich von Jana, Clara trennt sich von Bernd, die zwei werden ein super glückliches Pärchen. Aber Jana und Bernd, die werden dann wohl viel Schokolade essen und sich irgendwie mit Sport aufreagieren. Hauptsächlich sind sie aber todunglücklich und das will man natürlich nicht. Deswegen ist Stabilität super, super wichtig. Denn wenn so eine Situation nicht vorkommen kann, dann sagen wir, diese Paarung, die wir da gebaut haben, die ist stabil. Da kann nichts passieren. Und man kann beweisen, der Hochzeitsalgorithmus, den wir da gerade gesehen haben, der erzeugt immer so eine stabile Paarung. Okay, jetzt kann man sich natürlich trotzdem fragen, wer kommt denn da eigentlich besser weg? Die Männer oder die Frauen? Und so rein intuitiv ist das eigentlich ziemlich einfach. Ja? Die Männer kriegen laufend Körbe und immer eine schlechtere Partnerin, es wird immer schlimmer. Während die Frauen die schlechten Anwärter direkt nach Hause schicken können und sich immer nur verbessern, indem sie Leute nach Hause schicken. Okay. Aber das ist wieder einer von den Fällen, wo man der Intuition nicht trauen sollte. Man kann nämlich beweisen, dass für jede Frau von allen möglichen Partnern, mit denen irgendwie so eine stabile Paarung existiert, kriegen sie immer den schlechtesten. Und die Männer kriegen von allen möglichen Partnerinnen immer die beste. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was soll man von der ganzen Geschichte lernen? Was ist die Essenz? Eigentlich ganz einfach. Wer den ersten Schritt macht, kriegt den besseren Partner ab. Und das ist wissenschaftlich bewiesen. Vielen Dank.
Dominikus Krüger. Guck mal, und da drehen sie durch und das Blitzlichtgewitter. Schön, oder? Ach, wunderbar, wunderbar. Ich sehe zwar überhaupt nichts, aber es klingt toll. Dominikus, bist du Single? Nein. Gut. Ich habe jetzt eine Spezialanschlag vor. Ich brauche mal kurz Saallicht. Die nächste Frage gilt nämlich genau einem einzigen Menschen. Und dieser Mensch heißt Jochen Urban. Wo ist er denn? Kann er direkt zu mir hier nach oben kommen? Du musst deine Freunde nicht so angucken, die können überhaupt nichts dafür. Tosender Applaus bitte für Jochen Urban. Wir haben auch eine Treppe oder so. Jochen, meine Spezialfrage an dich. Was darf man nicht in einem Zigarettenautomaten stecken lassen? Sehr gut. Nein, das war es natürlich nicht. Kann das doch nicht alles selber versaufen, was ich da liegen habe. So, jetzt kommt nämlich die richtige Frage. Julian, such dir jemanden aus. Komm, einmal alle Hände hoch, das wird auch nicht so schwer. Nicht so wie die anderen Fragen. Nimm einen netten, ja den. Aufstehen, ja. Namen nennen, so gehört sich das. Tobias. Tobias. Wann wurde das Hochzeitsproblem veröffentlicht? Vor 50 Jahren. Das ist völlig korrekt. Herzlichen Glückwunsch, Tobias. 10 Euro für dich. Und nochmal einen Applaus für unseren Single-Forscher-Beziehungsexperten Dominikus Krüger. Und schau dem Käfer zu.